Jo, moin, liebe Leute, und hoi, liebe Landratten und Rädchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Gilde Gauklergruften und Geschütze. Mit mir dabei ist der Schwabenboy. Ja, hallo, Anno. So, Folge 98 wartet auf uns. Jo. In den Startlöchern. Und du hast jetzt mal einige Spielstände gelöscht von der Alte. Genau, in der Hoffnung, dass ein etwas leerer Speicherordner im Resources-Ordner der Gilde vielleicht die Abstütze mindert. Na, die letzte Folge war ja wirklich eine Katastrophe. Ja, die besteht, glaube ich, aus 4 geschnittenen Parts. So. Ah, na, sehr schön. Haben wir unsere Bretter wieder reingeholt vom letzten Mal. Bei Biermann geht einfach nichts. Nee. Die verbrauchen ihre ganze Kraft bei den Mucks. So, Renovierung abgeschlossen. Ich glaube, ist die Meldung schon wieder aktiv. Ne? Ja. Ja. Ein Geselle ist gestorben, mein Beileid. So, Außenerweiterung, 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 Renovierung. Lagerschuppen, danke für die Info, können wir eh nicht. Ein Meister-Dieb. Das müsste wahrscheinlich ein Meister sein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, behaupte. Ja. Ja. Mal, ob hier noch Personal noch drin ist. Oh, das sieht nur gut aus. Sehr yep. Schön. So, was haben wir noch? Geselle. Yep. Und Geselle. Geselle. Außenerweiterung. Ein Wirtshaus, aber wir sind auch kein Wirt. Nein, können wir auch nicht kaufen. So. Ein Meister, Alter, sind die teuer. Ja, und jetzt ist zum Beispiel so, letztes Mal haben wir noch die Absetzung gehabt. Jetzt ja. Müsstest du dich eigentlich auf das Amt bewerben können, aber es kam jetzt keine Meldung. Das heißt, du kannst dich jetzt aber theoretisch nochmal trotzdem bewerben. Ja, Kamera. Genau. Bewerben. Und ich glaube, wir sind eh. Also bei ihr könnten wir noch ein bisschen einschleimen, aber ich meine, ja, er mag uns, die mag uns, die mögen uns eigentlich. Die sind ja eh unrelevant. Gewählt waren wir eh noch von Bürgermeisterin. Ja. Aber für den Stadtrat ist das schon sehr gut. Du kannst ja noch ein Gedicht schenken. Okay, schenken wir noch ein Gedicht. Bücher, Gedichte, zack. 133, die sind ja eh gerade geschenkt, um den Preis. Benutzer. Zack, Bürgermeisterin. Euer Gedicht hat begeisterten Anklang gefunden. Ja, und warum sind wir auf Kämmerer gegangen? Einfach deswegen, da wir da, als Kämmerer können wir die Erbschaftssteuer regeln. Und somit, wenn unser Charakter stirbt, quasi die Erbschaftssteuer. Ja. Selbstbestimmung in der Runterschau, weil mit unser Charakter ist ganz kurz davor zu sterben, glaube ich. Ja, 42, das kann schon ein bisschen dauern, aber mit 1,5 Millionen Vermögen, wenn du mal 20% zahlen musst, das geht dann schon ein bisschen ins Geld. Hui. Ja. Wir sind dann mal schon flugs 300.000, das kann dich ruckzuck in Schultern bringen. Das ist eher das Problem, und deswegen sollte man. Die Kerze ist aber auch noch so ein bisschen, also ich glaube, 2 Folgen gehen, glaube ich, noch mit der Kerze neben dem Symbol. Ja, zum Finale sollte man eigentlich schon noch kommen. Ja. Ich habe gar nicht gesagt, dass er unbedingt stirbt, aber es könnte zumindest sein. Ja, also so kurz ist sie zumindest, wenn sie tot sind. Überlebt denn noch? Nee, der muss ja tot sein. Der muss, wenn er mal weiß. Genau, und da sieht man ja. Und Chase gar nicht weiterspielen können. Genau. Die Kerze rechts neben dem Symbol, die ist ja komplett unten. Die haben doch so einen Hauch. Die Trödler, ist das die Bürgermeisterin, unsere Frau? Ja. Ja. Ich dachte doch gerade vom Namen her. Da muss unsere Frau ja gar nicht eifersüchtig sein, dass wir anderen Frauen Gedichte vorlesen. Nein, wir lesen unserer eigenen Frau ständig Gedichte vor. Genau. Mensch, das ist ja hier eine harmonische Beziehung mal ausnahmsweise. Nein! Gar nicht so, und jetzt hat die an der Stadtwache, die Muck. Nein, eigentlich, ja, gut, so oft wie wir sie ausgeraubt haben, ist ja kein Wunder, dass sie irgendwann sagt, okay, jetzt kaufe ich die Stadtwache selbst und übernehme den Kram. Egal. Naja, gut. So, was machen wir jetzt? Was steht denn? Wollen wir nochmal hier auf 25.000 versuchen, weil die ist im Wert, glaube ich, nochmal gesunken. Ja, kann ich nochmal rum. Aber ich glaube, eher, wenn das einmal ablehnt, dann kriegst du wahrscheinlich eher nicht. Okay. Aber deine APs könntest du nochmal. Oh, stimmt. Ein bisschen auf Handwerk sind wir durch. Wollen wir auf Handel gehen? Oder nee, Handwerk sind wir nicht durch. Nicht durch? Bei der Abstürze waren wir durch, jetzt noch nicht, glaube ich. Ah, okay.
brauchen wir jetzt 12 APs mehr. Das ist das, was ich gemeint habe in der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob es in der Folge überhaupt kommt. Aber. Ne, lehnt ab. Aber 30.000 ist mir fast ein bisschen viel. 30.000 was? Für die Geldleihe. Ich habe ja auch nur 25 geboten. Nee, aber müssten wir jetzt bieten, so meine ich. Ja, nö, wir können ja mal was nach was anderem hier gucken. Wir können ja auch mal. Okay, das ist sehr teuer. Ja, das ist ja komplett ausgebaut, das ist eher das Problem. Na, Schmiede würde ich jetzt eher nicht machen. Guck mal eher, ob du noch Duftwerkstatt oder sowas kriegst. Oben war doch noch eine. Am Obermarktplatz. Und die haben es auch nicht weit zum Wald. Der ganze glaub, obere? Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel Duftwerkstätte. Ne, neben der Villa. Die hier? Die war jo. Aber auch nicht gerade billig. Ja, natürlich nicht, aber... Also über 40.000. Ja. Ja? Okay. Kannst du schon mal riskieren, oder? Okay. Aber die haben eben nicht weit zum Wald. Ach, die das gehört heißt... uns, dieses unausgebaute Etwas hier? Die Tischlerei, echt? Ja, hat die auch nicht gedacht. Okay. Durch Zufall gerade so drauf gewesen, so mal gucken, was sie wert ist, und dann sehe ich so, so, das ist alles von unserer Seite. Hä, uns gehört das Ding und das Ding ist nichts wert. Oh Gott. Hat abgelehnt. Mehr würdest du auch nicht bieten, ne, als 40? Der momentane finanzielle Lage, nee. Okay. Sollen wir noch eine Tischlerei kaufen? Wir können. Halte ich für Selbstmord. Nenne mal Rohstoffe. Du kennst höchstens. Ja, nee. Steinmetz. Kräuter. Ach, guck, bei dem Mucks sind sie wieder um Spionieren. Wo? Landsitz. Ja. Es ist so gut wie ausgeraubt. Die sind außer der Jordan, muss. Auch 40.000 bieten. Das sind 60.000 bloß ein Haus. Kannst du nicht, das ist kein Meistergrad dafür. Ja, 33. Boah. Vielleicht findest du irgendwo noch sowas wie 3. Ich klappere ja hier schon so ein bisschen ab, aber. Lager, nichts mehr. Oh, die spüren ihren Server aus. Ja. Also von den Diebesdinger gibt's noch reichlich. Ja. Rauben wir einfach die ganze Stadt leer. Aber wir kommen gleich noch Bankhaus. 20 oder 25? Ne, 15. 15? Jo. Und die Geldleihe kann ich auch noch ein Angebot machen. Die Wechselstube meinst du? Jo. Und wie viel machen wir? Geht nicht. Für 10 oder was? Nee, bist verrückt. 7,5. Maximum. Das ist immer das Doppelte vom Wert. Weil der wird wahrscheinlich auch nicht viel rausbringen dabei. Also, Geldleihe, okay. Geldleihe lehnt ab. Okay, ja, aber der nimmt an. Was ist jetzt der hier? Jo. Ja. So, erstmal hier ein bisschen ausbauen. Jo, dann renoviere. Gerade ist eines eurer Gebäude. Immer vorm Aufwerter renovieren, weil wenn es aufwärter ist, kostet der Renovierungskosten wesentlich teurer. Achso, nur zu. Jetzt guck mal rein, ob sie Kredit ausgelegt hat. Nope. Ne, du musst auf Freigabe. Ne, schade. Ja, das ist meistens wahrscheinlich relativ neu gebaut. Quasi just übernommen. Was nehmen wir denn mal so? 24.000? Ich würde eher weniger machen. 18? Ja, 15 oder sowas. 15? Wahrscheinlich nicht so viel Geld. Zu 20%? Ja, kann schon machen. Wir müssen auch mal gucken, was die anderen so machen, weil wir haben ja nirgendwo Kredite, Freigabe. Ja, nur 9.000 Freigabe. Wir haben auch mal 15 zu 20%, weil dann machen wir hier Einheitspreise.
Opa ist ja noch über 100.000 drin. Glaube ich. Freigabe 100, oh, zu 25%, sehr schön. Oder kannst du wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen an Geld. Auf 45? Jo. Dann packst du es lieber mal. Damit bin ich zufrieden, genau. So, gucken wir lieber, ob wir noch was kaufen können von dem Geld. Genau. Schmieden willst ja auch keine mehr, Kräuter legen. Ne, das Problem ist halt, was, du musst ja auch versorgen können mit Rohstoffen, weißt du? Naja. Oh. Da sind noch eine Siedreihe da unten, zwei Stück. Wo denn? Das links, 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 hoch, hoch, bei dem Bankhaus. Das hier? Ja. Okay, für? Ja, 40 muss ich bieten. Und ja, mittlere Statue ist fertig. Ah. Hurra und euch alles Gute. Ihr habt eure Begabungen im Talent lehnt ab. Durch die Lektüre des Buchs Mitarbeitermotivation erhöht. Ihr seid mehr willst du nicht ausgehen, ne? Würde ich fast gar nicht machen. Ihr könnt dieses Talent nicht weiter schaffen. Weil du kannst es ja in der kurzen Zeit, wo wir jetzt noch die drei Folgen oder so, kannst du es ja gar nicht mehr reinholen, ne? Ja. Ah, aber eins hat er angenommen. So echt? Welches. Ja. Ich habe auch verwunderlich, dass eins annimmt und sonst ablehnt. Ja, vielleicht war das eine mehr wert als das andere. Das kann sein, ja. Weil das eine vielleicht nicht mehr den neuesten Zustand hatte. Zack, 9. Erdnudel. Darf. 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 Ja. Darf. So, kriegst du nochmal einen Karren geschenkt hier. Wo waren die noch? Hier in der Ecke, ne? Jupp. Oh, hier kriegst du einen großen Karren, viel Spaß damit. Mache ich normalerweise bei den Meistern nie, dass ich Karre immer selber kaufe. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil die normalerweise immer kleine Karren nur kaufen. Ja, aber wenn ich ihn jetzt schon einen großen kaufe, dann ist er ja viel besser dran, als wenn ja, klar, logisch, kauft. Logisch, logisch. Deswegen sage ich, er kauft normal, der Meister kauft nur kleine, das meine ich. Achso, ja, es klang gerade so, du machst es normalerweise nicht, denen die Karren zu kaufen, so klang das gerade für mich. Ne, so. Ich lasse den Meister die Karren jetzt selber kaufen, das meine ich. Ah, okay, okay. So. Die Steine. Ja. Ich guck gerade, was wir hier noch so. Das ist auch unsere. Das ist auch. Hier, die können wir nochmal. Für einen 40er. Das haben wir wahrscheinlich auch nicht kriegen. Na, ja, gucken wir mal. Da war mal ein Friedhof. Ja, das ist ja schon unser. Nee, unten. Ach, der hier, den haben wir auch schon tausendmal versucht abzuwerben. 7, 5, ich wohne 7. Im Muck. Aber das muss eigentlich normal. Muss ich das ab. 7,5. Na, da war. Aber, also hier. Ja, Alter, also Mucks muss man ja und natürlich fast abkaufen, da komme ich ja gar nicht drauf rum. Ja, schauen wir mal, was da rumkommt. Ich speichere übrigens mal ganz kurz, wo der Tag hier ja. So weit fortgeschritten ist. Sind jetzt alle Speicherslots weg? Hier unten sind die alle. Okay, gerade geschockiert so. Ich weiß nicht, was das Licht ist, ich habe es nicht gesehen. Bitte was? Ich habe nicht gesehen, was du gelöscht hast. Achso, nee, das war ja auch nicht in der Übertragung drin. Ja, eben. Das meinte ich ja. So. Und sie hat auch abgelehnt für 7,5 fürs Totenfeld. Blöde. Blöde, dann der macht 9, komm. Aber nur weil sie Mucke heißt. An einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Nur deswegen. Eigentlich müssten wir eigentlich theoretisch auch mal wieder unseren Meistertitel, Meistergrad erweitern können. Fällt mir gerade so ein. Doch, aber jetzt im Hauptstoff. Ja, noch nicht, aber. Aber jetzt, dieses Jahr, das meinte ich jetzt. Ja, ja. Und auf 9000 hat sie abgelehnt. Oh, wir müssen unbedingt Nacht und Nebel noch ein bisschen trainieren, dann können wir den ein bisschen in die Luft jagen. Naja, die oder mal ein bisschen Unkentung auf ihr Betrieb oder sowas. Bitte was? Was für ein Ding? Einen Unkentung.
kaufen oder was? Ja. Gibt sogar gerade das grüne unter. Krötenschleim? Genau. Ja, Umfindung heißt denn der zweite. Und das kannst du jetzt quasi auch für Haus anwenden. Krötenschleim. Verwendet ihr Krötenschleim am Wohnsitz eines eurer Konkurrenten, so kann es mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit sein, dass sich der Besitzer an den unappetitlichen Zeug einer Krankheit einfängt. Wollt ihr Krötenschleim nutzen? Ja. So, jetzt müssen wir nur wissen, ich weiß gar nicht, wie die Muck aussieht. Na, das ist kein direkter Mitspieler, das ist... Vielleicht, vielleicht geht es auf dem Landsitz. Hier oben irgendwo, ne? Hier, ja. Ne? Ich sehe jetzt gerade nur 27 Bilder ineinander, ja genau. Aber ich kann die nicht anklicken. Ja, dann geht's doch nur auf dem Wohnhaus. Aber sie hat dieses komische Illuminaten-Symbol hier. Das rote, okay. Dann wird auch den hier. Jo. Der ekelhafte Schleim ist am Wohnsitz verteilt. Nun müsst ihr nur noch zeigen, ob er. Muss ich nur noch zeigen, ob sein Geld wert war. Jetzt weiß ich am Neck, gibt's hier auch Stinkbombe. Also war das in der ersten Gilde 2. Also es gibt. Nur bei Duft und Rot muss das sein. Topfgranate, das ist eine Waffe für Diebe. Ne, das andere ist, glaube ich. Das ist der Unkedunk, den haben wir meinte. Hier ist der Unkedunk. Genau, den meinte ich. Aber wir haben jetzt Krötenschleim eingesetzt, ne? Ja, aber Unkedunk ist für Betriebe. Wenn man den auf Betriebe ansetzt, ist quasi wie eine Stinkbombe. Ah. Dann verlassen die Mitarbeiter den Betrieb und produzieren nicht mehr weiter. Ah, okay, okay. Weil der Gestank so unerträglich ist. Gemein. So, gibt es eigentlich keine weiteren Duftdinger hier in der ganzen Stadt? Ist ja kaum. Ich glaube, das sind noch recht wenige bloß. Ist mir so aufgefallen. Was ist so? Lagerschule. Kräuterladen. Nee, kein Schnitt. Ja, ja. Ich klappe ja nur hier so ab. Steinmetz. Auch ein Kräuterladen. Sägewerk. Nährstube. Und das gehört ja sowieso. Uns auch. Ja, die hast du ja geerbt. Ich dachte, wir hätten hier hinten eine geerbt. Die haben wir auch geerbt. Ja, ja, du hattest mal, glaube ich, drei oder sowas. Auch. Drei Stück haben wir. Sollten wir vielleicht mal einen Meister drin machen, wa? Ja, das muss aber wahrscheinlich nicht mehr erleben. Dann sollte jetzt erstmal einen Meister fertig machen und dann der andere, glaube ich. No. Das ist jetzt nur eine kleine Statue. Sieht ein bisschen aus wie so ein Grabstein hier. Okay. Ihr könnt euch nun ja, aber deine sieht, muss man gleich groß angucken, das sieht wesentlich besser aus. Na! Sag jetzt nicht. Ah, sag's nicht. Doch. Oh, nö. Ich wollte gerade speichern. Ah, Mann. Na gut, wir haben ja nicht so viel zum Nachspielen. Ja, na gut, einen halben Tag. Ja. Puh. Also so stellt sich... Folge 100 als Livestream mit über mehrere Runden wird Horror, glaube ich. Nein, das kann ich eigentlich fast nicht machen. Nein. Weil da liegt irgendwann noch zwei Stunden auf sowas von blank. Und es macht halt einfach auch keinen Spaß. Nee. Das ist es ja. Hier, nimmt ihr schon ab Folge 2, nimmt es ja schon merklich ab, der Spaß dann bei mir persönlich schon. Ja, bei mir auch. So. Guck mal, ist das schon. Hä? Ist das richtige? Ja. 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 So spät, wo wir gespeichert haben. Cool. Jo, Freunde, da sind wir wieder zurück. Bei die Gilde Gaukler, Gruft und Geschütze. Nach einem weiteren Absturz. Ja, wer hätte es gedacht? Juhu. Ja, wir freuen uns. Geiger Humor. So. Ja, die Muck, ja. Sie hat abgelehnt. Erweiterung. Kannst du wieder ausschalten? Erweiterung in einem eurer Gebäude. Genau. So. Ja, war soll ich die eigenen Erweiterungen eigentlich auch mal ausschalten? Kann ich einfach gar machen, ja. Weil baue ich ja eh selber nichts aus. Nee. Also wenn ich es ausbaue, dann interessiert es mich aber auch nicht, wenn es fertig ist, weil... Ah doch, du kannst ja noch... Das, viele Ausbaute bauen ja auf der andere auf. Ja. Und das, ja. Ach, den Kara haben wir den Mana Fortschick und einen Rohstoff gekauft, gell? Ja, stimmt. So, ich, wie gesagt, zum fünften Mal. Diesen ja. Turm gibt's in Berlin, im Gilden Let's Play.
Wo sind jetzt die Karren hier? Wir wollten einen kaufen ursprünglich mal, so war das. Vor dem letzten Absturz, so. Oh, den muss ich mal ein bisschen Prämie zahlen wieder. Bevor er randaliert. Wieso ist er so happy ohne Ende hier? Und wenn du aber ihn selber anklickst, dann sieht er. Ne, nicht im Bild, sondern draußen. Rechts, meine ich jetzt, weißt du? Okay, ist auch. Verwirrende Anzeige, hier ist er happy, da nicht. Ja, aber das meinte ich nämlich gerade. So. Na gut. Ist das nicht sein Zustand vielleicht sogar nur? Oh, jetzt war es gerade auf, jetzt hätte ich mal gucken, was wir überhaupt brauchen. Für den Trank der Arbeitsfreude. Schieferplatte, ne, Opa braucht noch Schieferplatte, Eichenholz und Politur. Genau. So. Okay. Ich schick den Karren einmal. Mann, ich will den Karren anklicken. Verdammter Meister, geh da weg. Brauchst du Karren? Drei kann ich ja draußen auch machen. Genau. So, ich speichere einmal ganz kurz. Jetzt dachte ich gerade, jetzt bin ich abgestürzt. Wieso? Wieso dachtest du das jetzt? Das macht mir Sorgen. Na, weil du raustappt bist zum Speichern, deswegen. Weil es mit mir ein bisschen später kommt, wie du sagst, wie du es gemacht hast, deswegen. Achso. Nee. So, Studium können wir gleich angehen. Ja. Komischerweise haben wir gar keinen AP-Überschuss mehr, gell? Ne, wir hatten eben auch 7. Ja. Ach, der Geldleihe noch renovieren. Die obere. Die obere? Ja. Die hier? Nee, dann ist doch die andere. Weil eine wartet nur noch ein AP brachte, glaube ich. Oder war die noch nicht ganz ausgebaut? Nee, auch nicht. Da war die noch nicht ganz ausgebaut. Okay. Die hier unten, die ist ja noch auf Status ganz unten. Nee, die haben ja diese Runde erst gekauft. Naja. So. Ich warte jetzt hier in der Wohnstube mal darauf, dass wir den nächsten Rang. In der Hoffnung, dass es den wieder abstürzt. Genau. Und dafür speichere ich sogar extra nochmal ein drittes Mal. Na gut, immer alle 5 Minuten speichern nicht. Es ist kein richtiges Let's Play, wenn man dann eigentlich nur zwischen Speichern und ich bewege die Maus mal vorsichtshalber nicht. Ja, gut, aber es geht auch am Ende zu und wer die Gilde selber gespielt hat, der weiß es, wie empfindlich die wirklich ist. Ja. Ab einem gewissen Zeitpunkt und dann. Wie gesagt, ich will jetzt einfach nur die 100 voll kriegen. Wir sind jetzt bei 98 Folgen, also. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie nervig es ist, das mit diesen Abstürzen, weil ich habe nachher elends viele Stunden vor mir, das Ganze dann richtig zusammenzuschneiden alles. Oh ja, ich möchte aus 50 verschiedenen Videodateien und dann jeweils die Anfänge und Ende wegschneiden und hinschneiden und sonst was. Ja. Und naja. Da steckt einiges in Arbeit dann drin. Ja. Jetzt kann ich übrigens. Ist schon soweit, okay. Ja, und da kam das der Kopf. Ich möchte mir verbessern. Und ein Transportkammer, das ist der vom. Von. Na, wie heißt denn? Vom Landsitz. Vom Landsitz, genau. Das machen wir aber nächste Runde in Ruhe. Oder? Genau. Ich wahrscheinlich besser. Jetzt hier nichts mehr. Weil nur nee, noch ins Jahr 99 kommen. Ja, jetzt sagen wir, könnte ja eigentlich nochmal ein paar Beweise fällt schon jemand anklagen, aber ich glaube, das lassen wir lieber. Ja. Weil. Ich hoffe, wir haben uns jetzt überhaupt auf diesen Amt vom Kämmerer beworben, dass das drin ist und so. Oh, jetzt wird's Nacht. Es hat irgendjemand das Licht ausgemacht im Haus. Ja. Wer hat die Straßenlaternen draußen sind erloschen. Nachtwächter unterwegs und macht die Lichter aus. Mhm. Doch, das haben wir, Bewerber haben wir uns. Relativ am Anfang. Gut, gut. Und da unser Vorher Bürgermeister ist, wie wir festgestellt haben, ganz überraschenderweise. Ja. Wird es wahrscheinlich einen massiven Familienstreit geben, wenn die uns nicht wählen. Ja, vor allem, wir haben ihr jetzt so viele Gedichte vorgelesen, unserer eigenen Frau, also das muss ja irgendwann mal in positive. Ja, und zwei Kinder hat sie auch gekriegt, also ich meine, die muss irgendwann einmal zufrieden sein. Ja, stimmt. Obwohl beim ersten Jahr schon hieß, es war das letzte. Und dann hat sie doch nochmal eins gekriegt. Ja, wobei die Kinder, also die haben ja. Oi,
Oi. Es wird wieder Licht. Ja. Ich meine, die Kinder haben echt tolle Namen. Last Child. Und, ich weiß gar nicht, wie haben wir das andere genannt? Ach, General Marty, stimmt, genau, General Marty. Marty ist ja wenigstens noch ein brauchbarer Name, aber stell dir mal vor, du bist hier Last Child, komm mal runter. Das klingt komisch. Also, ich würde mal, würde mal 300.000 andere Namen einfallen für mein Kind. Ich weiß noch nicht mehr, warum wir das so benannt haben. Wahrscheinlich, weil wir gesagt haben, das ist jetzt einfach das letzte Kind vor der 100. Ich weiß gar nicht, das ist schon länger her. Ich habe das bloß am Freitag, Montag oder Dienstag diese Woche mal die letzte Folge genommen. Als wir reingeguckt haben, war das Kind 4 Jahre alt. Das heißt, wenn wir in Folge 92 reingeguckt haben, ist es 1488 geboren. Da haben wir uns wahrscheinlich gedacht, so 12 Jahre bis zu 100. Das lohnt sich nicht mehr. Ja. Jetzt 2 Minuten vor dem herzlichen Glückwunsch. Umsprung kommt jetzt sind belohnt worden. Klick's nicht an, klick's nicht zu runter. Dann können wir auch unsere Gauklerlage dann nochmal ausbauen auf nächste Stufe. Artist. Es ist euch nunmehr erlaubt. Und meinst du, Grad 5 haben wir ja dann. Und dann müsst ihr Folge 100 müsst euch reichen, um das auch noch komplett abzuschließen. Wie meinst du gerade? Der Wahrsagerverband. Jo. Jetzt ist erstmal gespannt, ob wir. Ob unser Grauen. Ja, hätte auch gerade gesagt, wir können jetzt auch das Schaustellerlager. So, 145.000 Warenverkäufe, das ist ja wieder mal ein sattes Sümmchen. Wareneinkäufe, 32.000, 5.000 aus Taschendiebstahl, 2.000 aus Einbrüchen, was immer sonstige Ausgaben waren, das weiß ich gerade gar nicht, 3.000. Was war das? Keine Ahnung. 2 Karrenkäufe vielleicht? Ich weiß es nicht. Die kosten ja jeweils 1,5. Und wenn wir 2 Karren gekauft wir hatten nur einen für die Bank gekauft, die wir neu gekauft haben, und einen für den Landsitz. Bank braucht keinen Karre. Bank braucht keinen Karre, dann weiß ich es nicht. Was haben wir noch gekauft? Haben wir so ein Duftding nicht gekauft? Doch, stimmt. Und da vielleicht noch einen Karren, wo wir noch eine Karre gesprochen haben. Richtig, für Landsitz auch, du hast recht. Für Landsitz auch, dann komme ich wieder hin. Ja. Auf jeden Fall, Gesamtergebnis 106.580, kannst du sehen lassen. Ich wollte jetzt einfach gar nicht weiter nach unten, weil sonst schmälert das einfach nur unser Gewinn. Ja, wahrscheinlich. Ist eigentlich die Umsatzsteuer schon auf dem niedrigsten Punkt oder geht die noch tiefer? Die geht, glaube ich, auf 7%. Auf 7%. Wäre schön, wenn wir die noch senken könnten. Was weiß ich, welches Amt brauchen wir dafür? Bürgermeister. Ich glaube, wir müssen da mal einen Anschlag auf unsere Frau machen. Bitte? Was denn, so haben wir schon mal ein Amt bekommen. Ich weiß von nichts. Ich muss aber auch nicht anders machen. Ja, siehst du. Nee, ich bin der Meinung, dass Dagomir und ich das auch schon mal gemacht haben, dass wir jemanden aus unserer eigenen Familie beseitigt haben, um an den seinen Posten und Geld zu kommen. So, auf jeden Fall. Musst du, glaube ich, sowieso Bürgermeister sein, um dann für die höhere Ämter in Frage zu kommen, wie Graue Eminenz oder Feldmarschall oder wie das heißt. Mhm. Auf jeden Fall nochmal 7.516 durch Zinseinnahmen. Pachtmeister gibt auch nochmal 2.000. Das zusammen hat schon fast die Umsatzsteuer wieder ausgeglichen oder zumindest den Kirchenzehn fast. Ja, und jetzt kommen da aber. Die sind nochmal gestiegen. Auf 33.000. Läuft. Also, wenn das Spiel nicht so instabil laufen, dann wir 200 Folgen machen, aber dann wären wir wahrscheinlich bei 150.000. Wahrscheinlich, irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall, das Gesamtergebnis ist aber schockierend. Minus 45.000. Ja, durch die Betriebkäufe. Na. Das ist klar. So, und diese Runde beträgt euer Gewinn aber dennoch 61.098 und unser Barvermögen 95.800. Er profitiert dann ja bloß das Geld erstmal aus der Geldleihe rausgezogen haben. Ja. Ja, davon konnten wir uns ja dann die nächste Parfümerie kaufen. Genau. Dann haben wir das Saal auf zu Amtswahl, oder? Jo, schauen wir mal, was mal rumkommt, ob wir Kämmerer werden oder nicht. Es klingelt, ist schon mal ein gutes Zeichen. Das habe ich jetzt komischerweise gehört, das klingelt. Okay, ist auch gerade irgendwie tierisch laut, die Soundeffekte. Vape wählen uns hier. Sehr schön. Barbara Trödler wählt uns. Ich habe auch kurios, oder? Das fällt mir jetzt gerade erst so auf, dass die
den Nachnamen nicht annehmen vom Mann. Ja. Weil bei Gilde 2 ist es ja so. Ich nehme an, weil das hier noch nicht möglich war oder man wollte es vielleicht sogar gar nicht, dass man die auseinanderhalten kann, mehr die Kann Leute sein. oder so, keine Ahnung. So, Nürnberg 1489. Die erfahrene. 98. Nicht 89, 98. Ja, ich war bei der Zeit schon immer ein bisschen hinterher. Also, es ist noch der Leck, der hinterher, also du hängst noch 11 Folgen zurück, eigentlich da, wo ein Dagomir noch dabei Ja, ist. ich habe auch noch ein Smartphone. Okay. Deswegen. Okay, gut. Also Nürnberg 1498. Die erhobene Gesellschaft Nürnbergs trifft sich im Wirtshaus Kopf des Bischofs zu angemessenem Beisammensein. Da wird wahrscheinlich schon wieder manches Ausbaldauer. No. Schade, dass wir jetzt nicht mit der Besitzer sind, weil sonst käme wahrscheinlich am nächsten Tag so eine Meldung, Umsatz 60.000 oder sowas. Nee, aber wenn du einen Stammtisch hast, dann kannst du durchaus mal ein paar Tausend einnehmen pro Runde. Ja, ich habe immer am liebsten, wenn ich allein gespielt habe, und den Wirt am Anfang genommen, weil der nämlich über die Runden immer nochmal schön viel Geld generiert hat. Wenn du so drei, vier Wirtshäuser hast über die Stammtische. Ja, ich nehme mal immer der Händler. Ja, Weil der einfach Händler habe ich nie. herausfordernd war. Ja, das ist dann eher so dein. Ja. So. Oder Ah. was ich immer gern gemacht habe, war einfach einen Betrieb wählen, das haben wir einen Holzfäller oder nicht Holzfäller, Schreiner oder ein Parfümeur oder sowas. Ja. Und dann das Ding einfach. Nee, war, meistens habe ich Priester gewählt, habe dann die Kirche verkauft, habe mein Haus verkauft. Und hat man wieder einen Lagerschuh gekauft, den Beruf gewechselt, oder hat man eine Parfümerie oben gekauft, im oberen Marktplatz, weil das direkt im Waldstück war. Okay. Dass die nicht so weit haben zum, Zum Laufen. genau. Und ich da einfach konzentriert meine Betriebe alle da oben komplett um den Marktplatz rum, um da oben gebaut habe. Da oben hat dann immer alles mir gehört. Okay, das ist auch praktisch. Ja. Ich hatte aber nie so viele Betriebe wie wir jetzt hier haben. Echt nicht? Nee, weil dann vorher immer mein Spiel abgestürzt ist. Also, ja, das ist schade. So, was haben wir denn? 14:99 stehen uns die Leute von 9 Uhr morgens bis 7 Uhr abends zur Verfügung. Ja, Und wir ich haben bin. einen Gesamt-AP von 21. Ja, das sieht doch gut aus. Jo. Und wir können einen neuen Beruf wählen, oder? Nein, wir sind erst Meistergrad 5. Welchen Unterschied macht denn der Meistergrad 5 zu 6, wenn wir jetzt aber schon die maximale Ausbaustufe haben? Meistergrad 6 kriegst du ein zusätzliches AP. Ah, okay. Wie du hier auf der Aber es Auswertung dauert noch mal siehst. 3 Runden, bevor wir da rankommen, ne? 2. 2, okay. Also bis in Folge 100 müssten wir eigentlich dann, was ich ja vorher schon gesagt habe, Folge 100 müssten wir eigentlich dann Meisterstufe 6 erreicht haben. Du kannst natürlich auch den Beruf wechseln, ich meine, wenn du die AP nicht unbedingt brauchst, dann. Nö, wenn dann schon richtig komplett. Aber. Wenn jetzt großartig was Neues anfangen, ist ja auch, wie es ist, wenn dann wieder dann die Abstürze kommen. Ja, gut, ich meine, wenn wir in Folge 100 dann ankommen und Meistergrad 6 sind bei den Ne, ich meine jetzt Gauklern. nochmal mit neuem Betrieb einsteigen und so weiter, was? Ja, je nachdem. Vielleicht Also. gerade vielleicht Händler, Söldner oder sowas oder Wegelag oder sowas. Da muss ich dann schon auch viel gucken und machen und. Ja. Die Frage ist, wie wir Folge 100 gestalten werden. Wenn das Spiel weiterhin, also jetzt in der nächsten Folge, der letzten Folge 100, so instabil bleibt wie die letzten 2 Folgen, dann weiß ich nicht, wie sehr wir Folge 100 ausdehnen können. Also auf Ich sage so, Rundenzahlen. wir haben ja extreme Steigerungen gehabt von 5 Abstürze, 98 auf 97 auf 91. Naja. Also, das lässt ja vielleicht auch hoffen. Man muss Ich irgendwo ein drück mal die Daumen. bisschen positiv denken. Genau. Ja. Aber soweit erstmal vielen Dank, liebe Leute, fürs Einschalten. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hummel, 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 Moas, Moas. Und der Schwabenboy hat die letzten Worte. Ich fasse mich diesmal kurz, ich schließe mich einfach nur an. Schaut auch beim anderen Mal auf die anderen Projekte mit rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns 1499 wieder. Danke, tschüss.